Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu unserem World of Iceborne. Im zweiten Part eigentlich. Im letzten Part habe ich euch alles so gezeigt, was ich kann. Dann wollte ich ins Spiel und dann kam ich nicht rein. Jetzt musste ich das ganze Spiel deinstallieren und wieder installieren. Und ja, jetzt eine große Expedition steht bevor. Im alten Wald wurde eine Legiana gesichtet, sprich mit dem energischen Fünfer nahe des Haupttors von Astera und starte eine neue Untersuchung. Total verlassen, ja, komm. Ist eh nichts Neues. Anmeldebonus, Eisbahn veröffentlicht für alle Spieler und verfügbar bis zum 3.10.2019. Kann nur einmal beansprucht werden. Das ist beim Eisbahn-Käfer-Bonus verfügbar bis zum 3. Die Quest Perlenschnapper ist verfügbar bis zum 3.10. Sammeln, Material und einzigartige Ausrüstung. Okay. Cool. Die alle annehmen. Funktion mit R3 nutzen. Wenn du Hauptquartier eine Gildenkarte oder eine Jagdgruppeneinladung erhältst, erscheint links auf dem Bildschirm ein Symbol. Drückst du R3, nimmst du automatisch alle Anfragen an. Wähle eine Option, Jagdgruppeneinladung, Jagdgruppenkarten annehmen, Gildenkarten annehmen, Objekte annehmen, Beitrittsanfragen zustimmen. Um automatisch das entsprechende Menü aufzurufen, die Option Beitrittsanfragen zustimmen steht nur Jagdgruppenleitern und Vizeleitern offen. Okay. Interessant. Gildenkarten annehmen, Stashy, löschen, ciao. So, einiges wurde verbessert. Wie gesagt, mit dem energischen Fünfer. Nee. Gerade nicht. Ich habe da noch was zu tun und endlich, ohne Spaß, dass ich jetzt reingekommen bin. Ich musste wirklich das ganze Game nochmal neu laden, ey. Und das mal, diesmal, eigentlich wären es irgendwie nur 18 Giga und jetzt sind es dann irgendwie 50 fast. Zumindest, ne? Haushalte, liegt der angehend, den Kurs ist sehr am Herzen, besonders die erste Flotte in schönen Zeiten aus, sich von einem Blick des Fensterbildes zu der Geschichte der fünf trösten lassen, die Kammer das Fenster und die Geschichte der fünf, alle stehen in Beziehung zu unserem Symbol der Hoffnung, unserem Saphirstern. Ja. Raum wechseln, gibt's jetzt eine Addon-Boni entnehmen. Danke, danke. Silberritter abrufen. Materialien-Set, frühe Waffen. Verbesserung, ES, Rosiagras, Anbaro, erhalten, oh, die kriegst du aber schon, oh, yes, ich glaube, das andere habe ich schon, ich glaube, das war's, ne? So. Wildexpertenkleidung. Definitiv trägst du das Set. Bei mir hast du immer Sommer. Haustiere platzieren. Habe ich irgendwas Neues? Nein. Es hat einiges, also einigen anderen Stuff dabei, welchen ich unbedingt mit euch angucken möchte, ohne Spaß. Und was für Materialien? Habe ich jetzt irgendwas in der Schmiede neu? Das gucken wir jetzt auch gerade kurz an. Ich konnte im letzten Part nicht, wie gesagt, tut mir leid. Und ich habe jetzt keinen Bock, das noch dran zu klatschen irgendwie. Nee. Ihr sollt ruhig sehen, dass es bei mir auch nicht immer so rund läuft. Übrigens, bei mir geht es wieder mit dem Store. Wie ich das gemacht habe... Ey, willst du mich verarschen? Ich bin vorhin noch in den Store gekommen, Rudi. Alter.
Mag keine Scheiße. Auf was soll ich warten? Auf den nächsten Frühjahr, auf das nächste Frühjahr oder wie? Warte mal, kann ich ganz gut nachgucken, ob das noch funktioniert? Weil eigentlich heißt es ja immer, bitte warten bei mir, wie jetzt auch gerade, warum auch immer. Gehe mir zum Beispiel hier Remastered habe ich, ne? So. Hallo? Warum funktioniert das nicht? Ist das Internet aus oder bin ich jetzt komplett kaputt? Aha. Wenn ich mir das jetzt nicht laden kann. Gut, aufgeploppt ist es. Was ist da schon wieder schief? Was geht da schief die ganze Zeit? Ah, ah. Braucht es momentan nur länger, wieder mal. Auch nicht schlecht. Gut, weil normalerweise funktioniert das nicht. So, zur Problemlösung. Ah, weil ich will euch das noch zeigen, dass es jetzt wieder geht. Ich habe das in einer Folge euch gezeigt, dass ich nicht mehr reinkomme. Aha. Voilà. So, ihr geht hier in die Einstellung, klickt Initialisierung rein. Dann habt ihr Standardeinstellung wiederherstellen. Klickt auf Ja und dann seht ihr alles, was hier rausgenommen wird. Also eure Daten bleiben safe, ne? Nur halt die, ne? Alles wird komplett zurückgegeben. Also ihr müsst dann euch wieder neu anmelden. Zwar nicht direkt alles neu anmelden, aber ihr müsst euer Bild auswählen und dann werdet ihr erst wieder ja, reingeholt. Oh Gott. Er ist mir auch egal. Ich bin froh, dass ich drinnen bin, ne? So. Da bist du ja, Flotte, gute Nachricht, Fünferin. Die Produktion der Dekorüstung hat begonnen. Meister, du hast mich richtig verstanden. Die Schmiede wird auf Verlangen Dekorüstungsteile produzieren. Wie bitte? Wie geil ist das denn? Dekorüstungsteile kann man über normale Ausrüstung drüber ziehen, wenn man mal etwas abwechseln möchte. Keine Panik. Wirf dann einen Blick auf Ausrüstung schmieden, so kannst du endlich deine elenden Clownsklamotten verstecken. Du Wichser. Und Spaß. Und wo soll das sein? Aha. Alloy, es ist Gamma-Set? Okay. Ich dachte, ich hätte von der nur das normale Set. So. Wirf bei normalen Rüstungsteilen kann nur. Was? Wie bei normalen Rüstungsteilen können Rüstungsteile. Aha. Die neuen Dekorüstungsteile benötigen Materialien und Forschungspunkte. Was sind Dekorüstungsteile? Diese haben keine Funktion, sondern ermöglichen dein Aussehen zu verändern und dabei die Funktion deiner normalen Rüstungsteile zu nutzen. Über Dekorüstungsteileinstellungen in der Objektruhe kannst du Dekorüstungsteile anlegen. Dort fügst du deine Ausrüstungssets Dekorüstungsteile hinzu. Normale und Dekorüstungsteile haben eigene Farbeinstellungen. Ja, ist mittlerweile klar, ne? So, und jetzt haben wir hier eigene oh ne, Bushi-Tickets und so ein Scheiß. Windstern-Tickets, Orion, Galanzanzug. Ah, da habe ich teilweise schon. Ach, jetzt kannst du alles aus jedem Scheiß. Ja, moin. Muss groß. Jetzt musst du nicht immer auf die Events warten, wenn du noch übrige Tickets hattest. Ne, wenn du, sagen wir jetzt, gefarmt hast, dann dachtest du, ja, komm, machen wir das später noch. Und dann hast du irgendwie, ja, keine Zeit mehr gefunden, bist eingepennt und am nächsten Tag ist das Event schon weg gewesen. Dann kannst du sie ab jetzt einfach mal, ne, machen.
Das ist ja heftig. Also wir haben hier eigentlich alle Rüstungsteile, bis auf die Kackmonturen und den Wackelkopf da. Na gut, den haben wir auch nicht, aber ist egal. Wozu können wir Deko-Rüstungen machen, die sowieso... Ich dachte, wir können aus jedem, dass wir zum Beispiel Odogaron-Set machen können oder so, aber nein. Hm. Was soll man davon halten, ne? So, komplette Rüstungssets hat sich. Nee, da waren wir von drin. Waffen, haben wir irgendwas Neues? Beispielsweise, nee. Rüstung. Habe ich eine neue bekommen? Es gibt es so eine neue. Also. Ne? Rüstung? Die eigentlich gut für Anfänger ist, die womit man das Game durchspielen kann, falls man noch nicht so weit ist. Hallo. Ah, anscheinend nicht. Anscheinend habe ich die schon. Gucken wir sie uns mal an. Ausrüstung ändern. Was ist das Blitzteil? Darüber. Wächterhelm. Geraltkopf. Drachenreiter. Ahmed A. Okay. Ach, das sind die Gamma-neuen Ausrüstungs-. Also allgemein die Gamma-Outfits, ne? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wächteranzug A. Ah. Gucken wir sie uns mal an. So, gucken wir sie uns mal an. Aha. Deko-Rüstung müsste ich jetzt auch ausschalten, ne? Geil! Deko-Rüstung, Silberritterset und Yukumo. Wie sieht das aus im Ganzen? Ach du Scheiße. Bin ich ein Möchtegern-Saiyajin oder so? Okay. Und das? Ja, hallo. Das nenne ich ja mal crazy shit. Nur der Helm müsste nicht sein. Ne? Aber ja, das neue Outfit ist cool. Und das ist schon ein Meisterrang-Set, ne?
Niedrig und hochrangig. Ach du Scheiße. Zeig das mal her. Ja. Das macht schon einiges aus, ne? Dekorüstung. Nee. Ausrüstung, ne? So, jetzt möchte ich da mal was gucken. Und zwar, was machen die einzelnen Teile? Erholung hoch plus 2 Gesundheitsbooster. Sehr schön. Und wie viele Slots? Einer. Aha. Und damit soll man die Story ja durchbringen. Marathonläufer und Erholung hoch. Das sind, glaube ich, dreimal, ne? Ja. Dann hat man hier was? Göttlicher Segen, Marathonläufer auf 2 dann. Dann göttlicher Segen auf 2 und Gesundheitsbooster plus 2. Ist das hier auch noch drauf? Ja, das heißt plus 3. Dann hier noch Marathon auf 3 und göttlicher Segen auf 3. Also ist eher darauf ausgelegt, einfach viel Life zu haben, dass du dann easier durchkommst. Und naja, Verteidigung ist nicht wirklich der Shit, muss ich sagen. Und klar, man könnte es eventuell auf Meister hochballern, aber an sich ist dieses Set hier immer noch besser als alles andere. Arc Kirin, bin ich dumm? Das ist der Arc Killer. Das Set hier ist immer noch way to go für jeden. Ne? Also, wer sich keine Ahnung was gönnt, ist selbst schuld. Guckt euch das an. Der strahlende Ritter in der Rüstung. Naja. Deko-Rüstung. Ich kann nichts mit anfangen, ne? Obwohl es Meisterrang-Sets sind. Da würde ich eher noch auf das tippen. Ciria. Oder selbst Geralt von Riva sieht besser aus. Muss ich sagen. So. Wir werden so von dann ziehen. Rüstungsfarbe ändern. Alles ändern. Ihr kennt's. Wollt ihr mich komplett verarschen? Farbton komplett. Sättigung. Helligkeit. Max. Ja, aber das ist doch nicht das Einzige. Wollt ihr mich komplett rollen? Ach so. Nein. Wie kann man die Deko-Rüstung färben? Aha. Gut, Dreieck. Das muss ich auch wieder lernen. So. Aber sowas von. Wir sind der Held in der strahlenden Rüstung. Hallo? Willst du mich komplett verarschen? Helligkeit. Ja, nee. Ich glänze am liebsten. Danke. Jetzt sind wir wieder im alten Gewand. Ne? So, jetzt können wir eigentlich mit der Führerin sprechen, oder? Oder haben wir noch was? Was will der schon wieder? Das erinnert mich. Benutzt du die Klammerklauerjägerin? Deine Schleuder ist jetzt mehr als nur eine. Was? Also ein Erbsenwerfer. Sie eignet sich perfekt dazu, den Monster auf die Pelle zu rücken. Hack dich an dem Biest fest und zeige ihm, was Sache ist. Wie es dir die Ausdauer ausgeht. Probier es mal aus. Hm? Ich weiß, es gab irgendwo eine Quest zum Trainieren von Klauenkampf. Ah, das ist sie. Die einstellende optionale Quest Erlernen der Klammerklaue. Probier sie mal aus. Okay.
Ja, wir machen es einfach, weil, ne? Wir machen sie einfach, weil umso eher wir das richtig auf die Kette kriegen, umso eher sind wir nützlich mit anderen Leuten. So, oink, oink, oink. Ja, ja. Neue Quest bekannt machen. Dann gehen wir auf besondere Aufgaben. Da haben wir alles, ne? Okay. Aufträge ärger im uralten Wald. Dann haben wir nur noch die bestimmten Sachen. Oh. Oh, nee. Das sind nur die beiden Kackbratzen. Ne, 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 ne. Muss ich nicht tun. Untersuchen brauche ich nicht. Was? Ich habe noch nicht alles gemacht. Ach ja, das sind die. Ne? Erlernen der Klammerklaue. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns hart. Ich weiß, dass wir zuerst fressen sollten. Einfach mal so just for fun. Ne, eigentlich nicht. Ich guck mal hier beim Chefbotaniker rein. Ne, ist noch gut. Dann gucken wir, haben wir alles an Objekten dabei? Nein, haben wir nicht. Dann können wir uns hier mal... So. So. That's it. Dann gönnen wir uns. Ja, die haben sowieso keine Brot. Das ist eine 1-Sterne-Scheiß-Mission. Ich meine... Wenn uns da jemand auf die Kette, auf die Pelle rückt, dann weiß ich auch nicht. Mit der Klammerklaue kannst du dich an einen Monster festkrallen und dann mit deiner Waffe angreifen und seine Haut zu schwächen oder deine gesamte Schleudermunition für einen zurückschreckenden Schuss einzusetzen. Klauenschuss, du kannst von jeder Waffe mit L2 zur Schleuder wechseln und mit L2 und Kreis die Klammerklaue abfeuern, um dich an Monsterteile festzukrallen. Bei Schwertschild, Lanze, Insekten, Lewe, Bogengewehr und Bogen musst du zum Modus Schleuder mit gezogener Waffe wechseln, indem du bei gezogener Waffe L2 und R3 drückst. Lerne, wann du die Klammerklaue einsetzt, warte bis das Monster taumelt, bevor du versuchst, dich festzukrallen. Wenn du dich am Kopf eines Monsters festhakst, kannst du das Gelände nutzen, um eine Angriffsgelegenheit zu schaffen. Richtung des Monsters ändern. Kreis. Okay, das wusste ich nicht. Das ist wie gesagt cool. Du kannst die Richtung, in die das Monster sich bewegt, ändern und kontrollieren, wohin du es zwingen willst. Setze R2. Was? R2. Setze deine gesamte Schleudermunition für einen Zurückschreckenschuss ein. Wenn Monster zurückgeworfen werden, verlieren sie das Gleichgewicht, treffen sich dann auf ein Hindernis oder fallen von einer Klippe. Sind sie gestürzt. Okay. Du kannst weder die Richtung von wütenden Monstern ändern, noch sie zurückschrecken. Okay. Also wenn sie wütend sind, sollte man das unterlassen. Nein, es gibt noch mehr. Drücke Dreieck, wenn du dich an ein Monster festkrallst, um einen Waffenangriff auszuführen. Der dir folgenden Effekte hat. Schwächt die Haut des Monsters, verwunde eine bestimmte Körperstelle, um die Haut kurzfristig zu schwächen, wodurch Angriffe seltener abprallen. Das funktioniert mit dem Großschwert, Hammer, Jagdhorn, Lanze, Energieklinge, Morphaxt und schweren Bogengewehr. Schleudermunition erhalten. Triffst du ein Monster mit einer Waffe, hinterlässt es Schleudermunition. Das funktioniert mit dem Langschwert, Schwertschild, Doppelklingen, Gewehrlanze, Insektenklebe, leichten Bogengewehr und Bogen. Drücke, nachdem du eine Waffenaktion ausgeführt hast, L2, um eine Schleudersalve mit erweiterter Funktion für Schleudermunition auszuführen, die in vielen Situationen eingesetzt werden kann. Schleudersalve Beispiel. Großschwert Schleudersalve ermöglicht Kombo mit wahrer aufgeladenem Hieb. Schwertschild Schleudersalve mit Ausweichen. Energieklinge entfesselt eine Konterschleudersalve sofort, nachdem du mit einem Schild geblockt hast. Mehr Informationen zu Schleudersalven mit jeder Waffe findest du unter Grundsteuerung und Waffensteuerung in den Jägernotizen. Also das wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden, weil L2 auf Monster, dann also zuerst angreifen, Waffenaktion und dann L2 klicken. Lass mich dir die Klaue erklären.
quasi als Schnellkurs. Mhm. Gehen wir erst die Grundlagen durch. Nutze deine Klammerklaue, wenn deine Waffe weggesteckt ist. Mhm. Genau so. Gute Arbeit. Du kannst deine Klaue auch mit gezogener Waffe abfeuern. Versuche, deine Waffe zu ziehen, bevor du die Klammerklaue abfeuerst. Genau so. Gute Arbeit. Jede Waffe wird leicht anders geführt, also stelle sicher, dass du dich mit jeder einzelnen so gut wie möglich vertraut machst. Nun zum nächsten Punkt. Mhm. Triff ein Monster mit deiner Klammerklaue, um dich an ihm festzukrallen. Besprechen wir zuerst die Waffenangriffe, die du nutzen kannst, wenn du an einem Monster hängst. Aha. Die Art der Angriffe hängt von deiner ausgerüsteten Waffe ab. Deine jetzige Waffe wird die Haut eines Monsters empfindlicher machen. Mhm. Bevor wir fortfahren, lass uns die Bedeutung von Timing besprechen. Das ist wichtig, also pass auf. Jojo. Ist ein Monster in Bewegung, wird es schwierig sein, Treffer zu landen, während du dich festkrallst. Attackiere ein Monster, damit es zurückschreckt. Wenn es dann anhält, greife richtig an. Okay, mal sehen, ob du das in der Praxis anwenden kannst. Beobachte genau die Bewegungen des Monsters und lande einen Angriff. Überstürze nichts. Warte, bis das Monster zurückschreckt. Mhm. Oh Mann. Das kann mir kein Job zu kriegen. Okay. Da, er bewegt sich nicht mehr. Kralle dich fest. Du hast deine Chance verpasst, aber mach dir nichts draus. Greife einfach weiter an, bis die nächste Chance kommt. Okay. Ja, geil. Du hast deine Chance verpasst, aber mach dir nichts draus. Ist doch nicht gerade eine. Bis die nächste Chance kommt. Genau so. Gute Arbeit. Deine Angriffe werden weniger oft abgelenkt, wenn du einen Punkt angreifst, den du empfindlich gemacht hast. Wenn du Probleme hast, einen guten Treffer zu landen, weil die Haut eines Monsters zu dick ist, ist das deine Lösung. Nun zum nächsten Punkt. Aha. Okay, als nächstes versuchen wir, den Kopf des Monsters zu treffen, während du dich festkrallst. Je nach Monster kannst du dich an mehreren unterschiedlichen Körperteilen festkrallen. Wenn du dich festkrallst, kannst du dich von einem Körperteil des Monsters zu einem anderen bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Stelle sicher, dass du gut zielst, wenn du dich an einem bestimmten Körperteil festkrallen möchtest. Du brauchst Schleudermunition. Finde welche und lade sie. Attackiere ein Monster, damit es zurückschreckt. Wenn es dann anhält, greife richtig an. Mhm. Jetzt, nutze deine Schleuder. Attackiere ein Monster, damit es zurückschreckt. Wenn es dann anhält, greife richtig an. Ach komm, das ist ein scheiß Jahr, Grasmädel. So, komm. Da, er bewegt sich nicht mehr. Kralle dich fest. Ziele auf den Kopf und bewege dich, damit du nicht abgeschüttelt wirst. Du hast deine Chance verpasst, aber mach dir nichts draus. Greife einfach weiter an, bis die nächste Chance kommt. Just a little bit problem, man. Du hast keine Schleudermunition mehr. Du springst besser von dem Monster ab. Ja, hat er mir irgendwo hinterlassen, der gute Kollege? Ja, krass, geh mir nicht auf den Sack. Ich hätte es eigentlich geschafft.
Prinzipiell hat es geschafft. Oh, hi. Dung oder so? Siehst du hier etwas, das du als Schleudermunition verwenden kannst? Genau so. Gute Arbeit. Dieser Angriff wird all deine Schleudermunition verbrauchen, kann aber Monster zurückwerfen. Nun zum nächsten Punkt. Das hätte jetzt gerade wehgetan. Wie du mit deiner Klammerklaue angreifen kannst. Du kannst diesen Angriff nutzen, wenn du dich am Kopf eines Monsters festkrallst. Attackiere ein Monster, damit es zurückschreckt. Wenn es dann anhält, greife richtig an. Mhm. Gerne. Nutze einen Klauenangriff, um das Monster. Genau so. Gute Arbeit. Versuch es erneut. Das verbraucht jede Menge Ausdauer, aber du kannst dadurch die Laufrichtung des Monsters mehrfach schnell ändern. Oh, scheint, als ob das Monster wütend wird. Wenn Monster wütend sind, kannst du sie weder zurückwerfen noch ihren Kurs ändern. Jedes Monster wird zur Bedrohung, wenn es nur wütend genug ist. Pass also auf. Monster sind viel aggressiver, wenn sie wütend sind. Mhm. Du hältst dann also besser etwas Abstand. Das Monster hat sich wohl beruhigt. Nun zum nächsten Punkt. Fresse halten. Gut, dann wenden wir mal das Gelernte in einer praktischen Übung an. Dieser Angriff nutzt deine Umgebung. Feuere deine Schleuder ab, während du dich am Kopf des Monsters festkrallst, damit es gegen ein Hindernis läuft. Das ist eine großartige Gelegenheit, es dem Monster mal richtig zu zeigen. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Ich brauche zuerst einen Stein. Ach, mach mal. Ach du Scheiße. Du hast dich wohl zu weit von dem Hindernis entfernt. Keine Sorge, versuch es einfach erneut. Beruhig dich, du brauchst Munition für deine Schleuder. Behalte deine Ausdauer im Auge. Bist du an einem Monster festgekrallt, verbrauchst du sie sehr schnell. Mhm. Lalala. Ach, Bruder. Was? Piesel dich. Wenn ich sage verpieseln, hast du dich zu verpieseln, Bruder. Du hast dich wohl zu weit von dem Hindernis entfernt. Keine Sorge, versuch es einfach erneut. Ja, zuerst mal brauche ich wieder Munition, du Fallhorst. Komm hierher. Näher geht nicht. Wohl zu weit von dem Hindernis entfernt. Keine Sorge, versuch es einfach erneut.
Wie soll ich das denn jetzt noch erneut schaffen? Ohne Steine. Was, durch Spuren bekommt man hier Großjagdschuppen? Was ist denn das jetzt? Oh Gott, ich hätte doch was essen sollen. Gebratenes Steak, komm. Ja, krass, benimm dich. Ich muss noch ein bisschen mehr rennen. Also brauche ich auch mal kurz eine Auszeit. Ich brauche mal kurz einen Stein. Ah, hier. So. So, warte mal. Oh Gott. Ein Tutorial ist einfach so scheiße. In der Hinsicht. Bis ich mal irgendwo einen Stein wieder gefunden habe, bin ich halt nur grau, ne? Waschen kann ich mich selbst. Beruhig dich, du brauchst Munition für deine Schleuder. Nein. Ja, komm, ich tritte dich in dein fettes Gesicht. Bruder. Ohne Spaß, ey. Geh mir nicht hart auf den Sack. Was, muss ich dich schon wieder treten? Geh weg. Aha. Immer am selben Ort. Spawnt ein Scheiß. Geht doch. Halte immer die Augen nach Wegen offen, die Umgebung bei der Jagd zu deinem Vorteil zu nutzen. Ja, gute ja. Arbeit. Damit sind wir hier fertig. Nach Unterricht vorbei. 500 Stunden. Warte mal. Das hat weh, ne? Ja, krass. Noch gegen Ende. Das war mein Lieblingsmove in der Demo. So. Mhm. Trophäe erhalten. Nice. Gibt also neue Trophäen dafür. So viel dazu, dass es nicht mehr relevant sei. Oder einfach so eine alternative Scheiße. Nein, man muss die machen. Sonst, ja, hast du, wenn du auf Platin spielst oder spielen möchtest, nicht Platin. Ja. Und dafür habe ich jetzt 27 Minuten knapp gebraucht. Wollt ihr mich verarschen? Also gut, 17 Minuten oder so. Fick die Hände, Mann. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt.
Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja, ist mir doch scheißegal, was die machen. Scheiß Legianer im Wald. Bin ich jetzt hier der Eisförster oder wie? In einem Eisgebiet okay, aber nicht so einfach so, ne? Tja, und im nächsten Part geht's dann felsenhart weiter. Ne? Da geht's mit der Story voran. Da freue ich mich schon hart drauf. Ich hoffe, ihr auch. Objekte wählen. Auffüllen. Danke. So. Let's try it. Ha. Energischer Fünfter. Pumba. Aha. Mein Schwein. Sieht aus, als wäre Pucki einem Schatz auf der Spur. Nimm deinen Pucki hoch, setz es dann an verschiedenen Stellen ab und warte ab, was passiert. Wenn es nicht genug mag, bringt es dir vielleicht etwas Nützliches. Pucki lieben es, gestreichelt zu werden. Versuche, deinen Pucki im Takt der Musik zu streichen, um dir seine Zuneigung zu sichern. Wenn du dich gut anstellst, steigt die Zuneigung deines Puckis, wodurch seine Einstellung dir gegenüber verändert. Okay. Ah! Hey, Pucki! Was soll denn der Scheiß? Hey, Pucki! Was soll denn der Scheiß? Kleiner Kackbratzen-Johnny. Ja, ich hab vergessen, wie man den Pisskopf streichelt da. Also, gehen wir weiter im nächsten Part. Tüdelü.